Hallo, liebe Womo-Freunde. Eigentlich wollten wir euch jetzt ein Video über Marburg zeigen, aber das fällt aus. Das kommt vielleicht im neuen Jahr irgendwann einmal, aber jetzt im Moment gibt's keinen Film über Marburg. Obwohl wir standen schon auf dem Stellplatz in Marburg und hatten eine schöne Sicht auf das Schloss. Das können wir euch mal einblenden. Das war echt schön. Aber leider kommt es halt manchmal anders, als man denkt. Man muss ja auch dazu sagen, Wohnmobil fahren, das Schöne am Wohnmobil fahren ist die Flexibilität. Ja. Und wir waren sehr flexibel und sind einfach heute früh weitergefahren. Und warum, das erzählen wir euch nach dem Intro. Was uns da jetzt heute Nacht widerfahren ist, das erzählt euch jetzt am besten der Helle. Ja, also wie gesagt, wir wollten nach Marburg rein und haben auch schon vieles recherchiert, vieles Erstaunliches herausgefunden. Und das ist aber nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Ja, das wollen wir doch hoffen. Als wir gestern Abend so gegen 11 Uhr ins Bett gehen wollten, schaut die Ursi auf unser Panel von der Aldi-Heizung und da steht Ventilatorstörung Und und Gasausfall. Gasausfall. Um diese Jahreszeit Gasausfall ist nicht gerade lustig, ja? Nein, außen hat es 5 Grad plus gehabt. Ja. Und die Nacht haben wir gewusst, das kühlt ganz schön ab. Wir haben dann alles versucht. Wir haben ja Gastank, Gasflaschen und auch eine Stromsäule war daneben dran. Alles haben wir versucht. Aber es ließ sich nichts mehr in Gang setzen. Und so haben wir die Nacht dann ohne Heizung verbracht. In der Früh waren es 12 Grad, wie wir aufgestanden sind. Ohne Kaffee sind wir dann gleich losgefahren Richtung Werkstatt. Und an der Werkstatt konnte dann das Problem behoben werden in alter Manier. Wir hatten ja schon mal einen Gasausfall, nämlich als unser Gastank montiert wurde. Da sind wir von der Werkstatt weggefahren und dann am nächsten Morgen, als wir dann darauf gewartet haben, dass sich die Anlage wieder anschaltet, hat sie sich nicht eingeschaltet. Und da stand auch Gasausfall und da bin ich dann auch in die Werkstatt gegangen und der hat dann eins gemacht, der hat die Heizung stromlos gesetzt, also nicht nur einfach das Panel ausschalten, sondern richtig den Stecker ziehen an der Heizung. Ich zeige das dann später noch. Und oder dann die Zentralanlage stilllegen, also direkt an der Batterie. Und dann reguliert sich die alte Heizung wieder normal ein. Und man kann sie wieder weiter betreiben. Also ich habe es gestern schon so im Kopf gehabt, aber ich wusste nicht, welche Stecker ich ziehen soll. Und deswegen habe ich es dann einmal lieber sein gelassen. Hätte ich das gemacht, wäre das Problem gelöst Ja, gewesen. aber wenn man halt kein Techniker ist und kein begnadeter Handwerker, dann getraut man sich halt doch nicht, irgendwas zu machen, nicht, dass man es dann noch verschlimmbessert. Also für alle, die einen Ausfall haben bei der Alte 3020, denen kann nur der Rat gegeben werden, verzagt nicht an der Heizung, sondern steckt einfach mal, macht die Heizung stromlos und zwar richtig an der Heizungseinheit, wo auch immer die steckt, und wartet ein paar Sekunden und steckt es dann wieder rein, dann wird sich die Alte wieder von neuem einstellen. Das ist Punkt 1. Und jetzt haben wir noch was zum Wärmetauscher zu sagen. Okay, das war ja dann Punkt 2. Ja. So, also, da sind wir jetzt bei der Elektroklappe von unserem Fahrzeug. Und da sieht man jetzt hier, das ist die Lithiumbatterie. Dann hier, das ist der Ladebooster, die Erklärung dazu kommt. Und hier habe ich den Zentralschalter. Und zwar genau dieses kleine Teil hier. Da seht ihr auch Batterie aus, steht da. Und wenn ich diesen Schalter betätige, dann ist die Batterie aus und dann sollte sich die alte Heizung wieder neu regulieren. So wäre eine Lösungsmöglichkeit. Die andere zeige ich auch gleich noch. So, man kann die alte Heizung aber auch an einer anderen Stelle zurücksetzen. Und da seht ihr jetzt schon, da haben wir hier den Sitz aufgemacht, da sitzt die alte Heizung. Da ist wieder unsere neue Lithiumbatterie.
Dann macht man diese Klappe auf und dann seht ihr hier dieses Kabel. Das muss gezogen werden, dieses Kabel. Einfach rausziehen und wieder reinstecken und dann sollte die Störungsmeldung beseitigt sein. Und ihr seht, wir können jetzt unsere Heizung wieder ganz normal betreiben, so wie es sein soll. Nur alles zurückgesetzt jetzt im Moment. Nachtabsenkung und sowas muss dann alles wieder neu eingeschaltet werden. Okay, das kann ich bei der nächsten Ausfahrt machen. Ja, und dann zeigen wir es euch auch mal wieder. Das war's. Also, bis gleich kommt noch was zum Wechselrichter. Ja, genau. Bevor wir unser Wohnmobil gekauft haben, haben wir uns natürlich kundig gemacht, haben uns einschlägig bei verschiedenen Händlern informiert. Und bei einem Händler hieß es dann, einen Wärmetauscher zu kaufen. Das macht heutzutage keinen Sinn mehr, weil die modernen Dieselmotoren, die bei den Fiat-Fahrzeugen eingebaut sind, so wenig Hitze erzeugen, dass das alles vom Motor selbst verbraucht wird und somit gibt dieser Motor keine Wärme mehr ab. So ein Wärmetauscher kostet ja 2.500 Euro. Wir haben dann gesagt, okay, dann kaufen wir uns keinen, haben uns dann aber für den Hümer entschieden. Beim Hümer gab es das Arktis-Paket und in dem Arktis-Paket war nicht nur die alte Heizung, sondern ein Wärmetauscher im Preis enthalten. Also es wurde auch bei uns ein Wärmetauscher eingebaut. Ich habe den jetzt dann auch eingeschaltet. Ja, der läuft also generell mit bei uns, obwohl ich der Meinung war, der bringt natürlich nichts. Und jetzt, nachdem wir mit dem Gasausfall oder mit dem Heizungsausfall 200 Kilometer gefahren sind, stellt die Ursi auf einmal fest, dass die Heizkörper alle richtig warm sind und dass es auch im Fahrzeuginneren richtig warm gewesen ist, was allein durch die Lüftung vorne nicht hat entstehen können. Nee, das konnte nicht, weil also als wir an der Werkstatt angekommen sind, hatten wir 25 Grad hier im Fahrzeug. Ja, und bei 12 Grad sind wir losgefahren in Marburg. Ja. Und wir haben dann jetzt uns sagen lassen, dass der Wärmetauscher eben doch seine Dienste tut. Also wenn euch jemand sagt, ein Wärmetauscher ist sinnlos, dann ist es nicht zutreffend. Ein Wärmetauscher, der führt sehr wohl überschüssige Wärme, die der Motor während der Fahrt produziert, ins Fahrzeuginnere ab und somit kann man diese Gasheizung dann eigentlich austauschen. Eine neue Erkenntnis, die wir gewonnen haben und somit mit jedem Schaden hat man auch eine neue Erkenntnis dazu. Mhm, genau. War das jetzt gut, dass das uns passiert ist? Naja, wenn die Nacht nicht so kalt gewesen wäre. Und Marburg wäre jetzt auch schön gewesen. Und ich heute Morgen ein Frühstück bekommen hätte, anstatt schnell raus aus dem Bett in die Klamotten und zack wegfahren, dann wäre es vielleicht ganz okay gewesen. Also, wir wären lieber nach Marburg gegangen, auf der anderen Seite, wir landen dann dazu mit dem Wohnmobil leben. Und wenn wir am nächsten Ausfall haben, dann in Norwegen oder sonst irgendwo im Norden, ja, und keine Werkstatt, keine deutschsprachige Werkstatt in der Nähe ist, dann können wir uns wenigstens leichter behelfen. Wenn es nur so ein kleiner Fehler ist. Ja, hoffen wir mal drauf. Also zumindest, wenn es so ein kleiner ist, dann können wir uns behelfen. Ja. Ja. Denn ohne diese Erkenntnis hätten wir uns bei einem kleinen Fehler auch schon nicht behelfen können. Ja, genau. So, dann verabschieden wir uns von euch, ja, mit der Erkenntnis. Wir hoffen, ihr profitiert davon. Bei einem Heizungsausfall immer erst einmal den Strom ziehen und stromlos machen. Und wir fahren jetzt weiter. Jawohl. Und melden uns bei Gelegenheit wieder mit diesem kleinen Überraschungsvideo. Haben wir vielleicht ein bisschen beigetragen. Marburg reichen wir nach. Irgendwann. Ja. Also. Vielleicht hat es euch gefallen. Dann lasst dann Daumen da und schreibt uns gerne eure Erfahrungen dazu. Wir profitieren immer gerne von euren Meinungen. Und wenn es einen Experten da draußen gibt, ja, dann bitte auch Meinung dazu sagen. Das tragen wir dann weiter und hilft dann hoffentlich mehreren. Also, alles Gute, kann man sagen? Ja, und einfach bis dann. Tschüss.